Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Lomtro-Video. Heute nehme ich euch gemeinsam mit auf einen Lomo-Walk nach Düsseldorf, denn ich habe eine neue Kamera. Die zeige ich euch jetzt mal. Und zwar, kurze Geschichte, ich war auf dem Blog von Lomo Herz und dort habe ich Bilder gesehen, die ich vom Look her und von den Farben her richtig schön fand. Und dann habe ich gesagt, ich brauche unbedingt diese Kamera. Dann habe ich mich mit Lomo Herz ein bisschen ausgetauscht und habe dann relativ schnell bei eBay Kleinanzeigen auch diese Kamera gefunden für 22 Euro. Richtig cool. Und dann ging das Theater los. Die Post hat aus irgendwelchen Gründen das Paket dann nach Nürnberg geschickt, obwohl wir hier im Ruhrgebiet sind. Und wir haben beide schon gedacht, diese Kamera ist jetzt weg, die kommt nie wieder. Aber vor 2 Tagen, danke liebe Post, stand das Paket tatsächlich vor der Tür und jetzt ist sie da. Die EOS 3000N. Es ist eine analoge Kamera, aber eine vollautomatische Spiegelreflexkamera. Der Opa, der 700D oder der 1200D, ja, vielleicht sogar der Uropa. Und die ist in einem so genialen Zustand, dass ich euch das gerne mit zeigen möchte. Wenn wir das Ganze aufmachen, dann sehen wir hier quasi die Anleitung. Es ist noch richtig schön verpackt, als ob ich es gerade irgendwo im Laden gekauft hätte. Hier seht ihr die Anleitung. Canon, wenn ihr das seht, so habt ihr das mal früher gemacht. Es ist toll, sowas mal in der Hand zu halten. Bei euren heutigen Kameras ist es einfach nervig. Aber gut. Und da ist sie. Sie ist vom Gewicht her wirklich so, dass sie nicht stört. Das Schöne ist an diesem Teil, sie kann Doppelbelichtungen und das wird sehr, sehr schön. Normalerweise, wenn ich mir gebrauchte Kameras kaufe, dann packe ich da erstmal einen ganz günstigen Film rein, um erstmal zu gucken, funktioniert alles, ist der Spiegel richtig, gibt es irgendwelche Probleme mit der Kamera, das ist, kann man verschmerzen dann mit einem günstigen Film. In diesem Fall ist es aber so, dass ich da im Vorfeld ganz viel mit der Verkäuferin geschrieben habe, an dieser Stelle Anita. Danke für alles, das war super. Und ja, ich packe da jetzt einfach ein Diafilm rein. Damit starte ich normalerweise nicht direkt, aber ich mache es jetzt. Und ist jetzt nichts Wildes, ne? Ich lasse den dann hinterher cross entwickeln und mal schauen, was wir für schöne Bilder haben. Und deswegen würde ich sagen, geht's jetzt ab nach Düsseldorf. Viel Spaß! Da sind wir in Düsseldorf. Jo. Und hier ist richtig schön mit Brunnen. Auf geht's! Zwischenfazit bei der Kamera, sie ist dadurch, dass sie vollautomatisch ist, ist es halt ein anderes Knipsen, als wenn ich jedes Mal neu spannen muss und dann wieder auslöse. Das heißt, ich drücke viel öfter auf den Auslöser als bei einer normalen analogen Kamera. Schön ist, man sieht dadurch, dass es eine Spiegelreflexkamera ist, klar wie immer, dass man durch, wenn man durch den Sucher guckt, hat man halt schon das Bild vor Augen und kann dann dementsprechend die Motive so komponieren, wie man es am Ende haben will. So, jetzt gehen wir aber weiter. Genug Natur. Ich gebe mal eben die Kamera ab und auf geht's an einen schöneren Ort. Nämlich am Flughafen, denn hier kann man die schönsten Fotos machen.
bis zum nächsten Video. Tschüss.